100 Millionen Menschen in über 40 Ländern werden derzeit diskriminiert oder sogar verfolgt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Mit dem C-Kongress will sich die Unionsfraktion stark machen für Religionsfreiheit und gegen die Unterdrückung religiöser Minderheiten. Denn Religionsfreiheit ist ein wichtiger Teil der Menschenwürde und Voraussetzung für ein Leben in Freiheit. Und deshalb finde ich schon, dass wir immer wieder darauf hinweisen müssen, dass dieses Recht ein verbrieftes Recht und im Übrigen das zentralste Menschenrecht überhaupt ist. In der Diktatur ist es gar nicht möglich, in Nordkorea erreichen wir relativ wenig. Aber in anderen Ländern wird es schon auch zur Kenntnis genommen, wenn wir es zum Thema machen. Es ist mehr Toleranz überall notwendig und wenn ich an das Beispiel Nigeria denke, auch natürlich gute Regierungsarbeit. Gerade auf unserem Kongress wurde berichtet von Fachleuten, dass Teil der Erfolge von Boko Haram auch damit zu tun haben, dass die Bevölkerung wahrnimmt, dass die Eliten anders leben, als sie es von ihnen verlangen. Und dass eben Korruption und sich nicht um die Menschen kümmern auch Ursache dafür ist, dass sie sich dann radikalen Gruppen zumindest nicht in den Weg stellen. Die besonders dramatische Lage in Syrien und dem Irak steht im Mittelpunkt vieler Reden. Tausende sogenannter Ungläubiger sind dort von dem radikal-islamischen IS ermordet worden. Unionsfraktionschef Kauder hat die Region kürzlich erst besucht, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Dort hat er auch Erzbischof Wader von der chaldäisch-katholischen Kirche kennengelernt und zum Kongress nach Berlin eingeladen. Erzbischof Wader referiert eindrücklich über die Lage der vielen tausend Menschen, die vor den Milizen des sogenannten Islamischen Staates geflohen sind. Es ist ein Desaster. Die Flüchtlingssituation wächst uns über den Kopf. Die Menschen haben alles verloren. Wir brauchen noch deutlich mehr Unterstützung. Und dabei meine ich nicht nur Lebensmittel. Das Leben besteht aus mehr. Wir haben zum Beispiel so viele Kinder, die nicht zur Schule gehen können. Und junge Menschen, die ihre Ausbildung oder ihr Studium abbrechen mussten. Sie haben keine Zukunft mehr und brauchen dringend Hilfe. Den unbeschreiblichen Gewaltexzess. In zahlreichen Gastbeiträgen und Gesprächsrunden diskutieren Politiker, Fachleute internationaler Organisationen und Vertreter der beiden großen deutschen Kirchen das komplexe Thema. Denn nicht nur in Syrien und dem Irak ist die Lage für Christen oft gefährlich. Auch in vielen anderen Teilen der Welt wird das Menschenrecht auf Religionsfreiheit mit Füßen getreten. Es sind konkrete Menschen hier und heute, die entscheiden, ob sich die Köpfe einschlagen oder nicht. Es sieht in vielen Staaten der Welt sehr schwierig aus. Und zwar in allen Regionen. Also wir haben eine Neigung, uns auf den Mittleren Osten zu konzentrieren bei Fragen der Religionsfreiheit, aber das ist etwas zu eng. Wir haben also praktisch in allen Regionen der Welt auch Fälle, wo Religionsfreiheit massiv verletzt wird, sei es durch Staaten, also richtige staatliche Verfolgung, staatliche Schikanierung, Diskriminierung, sei es auch durch nichtstaatliche Akteure. Aufmerksamkeit schaffen und Missstände anprangern. Manchmal hilft das schon, die Situation unterdrückter Minderheiten zu verbessern, wie das Beispiel Indien zeigt. In Indien hat es harte Verfolgung gegeben bis hin zu Tötungen im Bundesstaat Orissa. Den habe ich besucht und dann darauf hingewiesen, dass wir das nicht akzeptieren können. Und als dann der indische Präsident Deutschland besucht hat, wurde er von der Bundeskanzlerin damit konfrontiert. Und er hat dann auch dafür gesorgt, dass die Situation sich verbessert hat, weil er nicht in Europa als Präsident eines Verfolgerstaates angesprochen werden wollte. Dort an der Grenze gegen Terrororganisationen wie Boko Haram in Nigeria oder den sogenannten Islamischen Staat in Syrien und Irak braucht es aber weitergehende Strategien. Auch darüber herrschte Einigkeit auf dem Kongress. Wer sich für die Religionsfreiheit einsetzt, setzt sich auch für den Frieden ein. Sie haben mit Ihrer Teilnahme hier, heute und gestern, ein Zeichen und ein Werk des Friedens abgegeben. Für dieses Zeichen und für dieses Werk des Friedens möchte ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken.